Long ago, a woman called a firekeeper watched over each bonfire. She kept the flame lit and guarded it from those who would extinguish it. I wonder where the firekeepers went. Did you notice any letters on the ground on the way here? These are messages that have jumped the fissures between worlds. In Drang Lake, the flow of time is convoluted. Things shift and waver, twist and turn. Poignant wishes, dashed dreams, the messages convey our very inner thoughts. If your will to soldier on falters, try leaving a message. Somebody out there is sure to listen. You may notice symbols that appear upon the ground. These are summoned signatures. They call upon spirits from other worlds through the schisms in time. If you fear hollows, find summoned signatures to call upon spirits to help you. Do you see the way beyond the bonfire? Ja, und jetzt wiederholt er sich. Okay. May you find peace on your journey. Ja, danke schön. Bestimmt so finden wir auf unserer Reise irgendwann Frieden, wenn wir das Ziel erreicht haben. Weil im Gegensatz zum allgemeinen Spruch, der Weg ist das Ziel, ist das hier nicht der Fall, sondern da hinten ist das Ziel. Gut, schauen wir uns hier weiter um. Genau, da liegt nämlich noch etwas versteckt. Ein bisschen abseits hier hinten. Was haben wir denn da Schönes? Seele eines namenlosen Soldaten und Lebenssteine. Aha, apropos. Wir können jetzt mal hier ein bisschen umdisponieren und den Estus-Flakor auf die erste Stelle setzen. So. Gut, und da haben wir schon den nächsten NPC, der da gelangweilt rumsitzt mit einem Schmiedehammer. Also man sieht schon, er ist ein Schmied. Und wenn man hier reinguckt, sieht man auch eine Schmiede. Aber warum sitzt er hier draußen? Und warum sitzt er hier in ausgehöhlter Form rum? Ja. Sprechen wir ihn mal an. Who are you? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Ja, irgendjemand hat ihm die Tür vor der Nase zugemacht. I'm a blacksmith. I'm nothing without my tools. Bring me that key. Chop chop. Chop chop. Ja. I'm a black. Bring me. Ja, also er ist ein Schmied und er ist eigentlich mehr oder weniger sesshaft hier. Deswegen wird er wahrscheinlich auch in der ausgehöhlten Form rumlaufen, weil er einfach keine Lust hat, in der Welt rumzuziehen und irgendwelche Effigies zu sammeln. Ich glaube, sein Schmieden ist ihm wichtiger, als menschlich auszusehen. Und sagen wir es mal so, wir versorgen ihn sozusagen mit Seelen, weil wir ja sein Handwerk brauchen und ihm dafür mit Seelen bezahlen. Also braucht er sich gar nicht mal so viel Mühe machen, in der Welt rumzureisen. So, hier ist erstmal ein Weg weiter, den wir ignorieren werden. Weil, wie man sich schon denken kann, der führt nach da hinten in diese Richtung, zu diesem versunkenen Leuchtturm, den wir gesehen haben. Für den wir allerdings auch etwas zu schwach sind. Hier haben wir ein paar Heimkehrknochen. 5 Stück, das ist praktisch. Dann können wir schnell zum Leuchtfeuer zurückkehren. Was wir auch machen sollten an manchen Orten. Und wir haben einen riesengroßen Stein. Das hier ist der Siegerstein. Hier könnten wir Ehrsteine abgeben, aber dafür müssten wir den Eid leisten. Und bei dem Eid gibt es eine kleine lustige Sache. Dies wird euch auf einen beschwerlichen Weg leiten. Eid leisten? Ja. Seid ihr bereit, diesen Eid zu leisten? Ja. Euer Eid widerrufen und der Gesellschaft der Vorkämpfer und den der Gesellschaft der Vorkämpfer leisten? Nein. Also ja, man wird wirklich dreimal gefragt, ob man wirklich diesem Eid beitreten will.
Weil dieser Eid ist der Hardcore-Modus. Und Dark Souls ist ja sowieso schon ein bisschen, Hardcore. Dark Souls ist Hardcore. Und damit machen wir noch mehr Hardcore draus. Also wir können keine Phantome mehr beschwören. Gegner machen mehr Schaden. Halten mehr aus. Und das ist nicht gerade geeignet fürs Let's Play. So, gucken wir in diese Hütte. Was steht da vor? Vorsicht vor Schwerenöter. Kurz gesagt, hurra für Schwerenöter. Ja. Hier drin begegnen wir nämlich dem kleinen Wesen. Ja, einer Katze. Oh, undead are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Also ja, hier haben wir eine Katze, die uns verhöhnt, die uns aber gleichzeitig Gegenstände verkauft, uns einen Einblick in unsere Eide gibt, also wir sind im Augenblick nur blauer Fahrtrang 0, uns die Eide widerrufen lässt und wir können mit ihr sprechen. Erstmal können wir ja gucken, was sie hat. Sie hat nämlich sehr viele hübsche Ringe. Die meisten davon bringen allerdings nicht viel, außer der Silberkatzenring und der Ring des Geflüsters. Das sind die einzigen beiden, die ich später gerne hätte. Und halt Gebrauchsgegenstände, aber halt sehr begrenzt. Also 10 Heimatknochen, 10 Prismasteine, 10 Köderschädel und 10 Leutz-Talismane, die wir allerdings nicht so unbedingt brauchen. Gut, also zum Verkaufen hat sie nichts Interessantes. Was hat sie uns zu sagen? This place is already dead. Everything will crumble and waste away, so that something new may be born. Isn't it wonderful? Also ja, mit diesem Ort meint sie ganz Dragonlick, das total zerfallen ist und darauf was Neues entstehen soll. This place is fascinating. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. Ja, und mit dem Ort meinte sie jetzt Majula selber. Also, Dwangleek ist tot und Majula ist faszinierend. Are you going to see the old ones? Those four who have grown so incredibly ancient. They must have sprouted quite a thick coat of moss by now. For heaven's sake. No one even knows their names anymore. Imagine that. Ja, und sie hat sie. Yes, nothing like yourself. For you have a most pleasant scent that grows nicer with each passing day. Sehr charmant. Also ja, sie hat auch noch mal die vier alten Wesen angesprochen. Und sie meint, die sind so alt, dass sie schon mit Moos bedeckt sind. Have you made friends with the man by the sea? He's lost everything. Absolutely everything. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Covenants are a type of, well, contract, you might say. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. But what does a cat know? Ja, also sie hat uns darauf hingewiesen, dass Solden beim Leuchtturm, also erstmal im Englischen hat sie gefragt, ob wir uns schon mit dem angefreundet haben, ob wir ihn schon kennengelernt haben, und er kann uns etwas über Eide sagen. Bei ihm haben wir ja jetzt den ersten Eid geleistet. Did you see that oddly formed rock behind here? Long ago they called it Victor Stone, as I recall. If you wish to face greater challenges,
speak to the rock. Although, you'd just as well not. Ja, und jetzt hat sie uns über den Felsen, den ich euch gerade gezeigt habe, aufgeklärt. Also wie gesagt, der macht das Spiel noch schwerer. This place is already dead. Und jetzt wiederholt sie sich schon. Isn't it? Also nothing's. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier ist ein nettes Secret versteckt, und zwar wenn wir gegen den Brunnen hauen. Vorsicht vor Hinterhalt. Kriegen wir hier eine, na komm schon, Estusflakonscherbe. Damit können wir den Estusflakon, den wir gekriegt haben, eine grüne Flasche unbekannter Herkunft. Ja, jetzt ist sie geladen, deswegen ist sie orangelich. Füllt sie an einem Leuchtfeuer mit Estus und trinkt aus ihr, um TP wiederherzustellen. Niemand weiß, welche Verbindung zwischen Estus-Flakons und den Leuchtfeuern, die die Welt der Untoten erhellen, besteht. Doch das ist belanglos, denn jeder Untote kennt den Wert dieses kostbaren Flakons. Und hier ist eine Scherbe. Die Scherben sind durch und durch mit Estus getränkt. Befestigt die Scherbe an einem Estus-Flakon, um die Flakoreinsätze zu erhöhen. Also im Augenblick haben wir, wie man sehen kann, nur einen. Hier. Aber damit können wir auf zwei erhöhen. Im Laufe der Zeit ruhten unzählige Seelen ihre müden Knochen aus, während sie vom ursprünglichen Flakon tranken. Nun ist nur noch eine diese Scherbe übrig, ein Überrest ihrer Hoffnung und ihrer Träume. Also ja, der Typ hier hat sich im Brunnen wohl aufgehängt, weil sein Flakon im Eimer ist. Und hier hinten ist was total Optionales. Nämlich Schweinchen. Notiertes Schweinchen. Wow. Die ganz schön reinhauen können. Ah, bloß nicht hier runterrollen. Wusch. Die versuchen wir jetzt mal ein bisschen zu töten, wenn wir sie denn treffen. Au. Und sie nicht uns. Ja, wir sollten immer ein bisschen aufpassen. Also die haben es schon nicht, die Schweinchen. Wir sollten sie am besten an einen Punkt locken, wo wir sie besser treffen können. Da zum Beispiel. Auf einer Anhöhe. So. Und am besten nehmen wir wieder zweihändig und trinken mal einen Schluck. Ja, man sieht, der Flakon heilt uns nicht mehr so schnell. Mann, ihr seid aber auch lästig. Ah, versuchen wir es mal mit der anderen Waffe, die kaum Schaden macht. Ja, rennt weg. Ja, ich spiele hier gerade mit Schweinchen. Au. Die ist in sich haben. Und wieder wegrollen. Und wieder wegrollen. Ja, das ist das, was ein Hexer ausmacht. Schnell wegzukommen. Naja, wenn wir eins getötet haben, ist es etwas leichter. Wenn wir mal treffen würden. Also verdammt schwer zu treffen, die Viecher. Wow. Ah, du bist ziemlich angeschlagen. Power. So. Und jetzt das letzte Schweinchen. Na komm. Upp. Genau. Au. Ja, ich treffe dich nicht. Jetzt hat es Angst und läuft weg. So. Man sieht, die geben fast keine Lebenspunkte, keine Seelenpunkte und sind so scheiße zu töten. Und wir wären fast in das Loch hier runtergefallen, was Solden erwähnt hat. Und dort kommen wir nur mit dem sehr teuren Ring von der Katze runter im Augenblick. Später gibt es natürlich noch einen zweiten Weg. Ja, und hier hinten ist wirklich nichts. Und diese Villa hier, die ist leider abgeschlossen. Das ist das größte Haus hier in Majula, wie man sehen kann. Also der Rest sind kleine Hütten. So, und hier haben wir die letzte Hütte. Doch vor uns. Mit dem letzten NPC, der hier sitzt.
Wie man sehen kann, hat der hier auch eine Schmiede. Und eine Kleinigkeit hier hinten versteckt. Das kann man auch leicht übersehen, die Titanitscherbe hier hinten. Das gut, jetzt haben wir schon mal zwei für unsere Zwecke. So, rutschen wir hier unter und reden mal mit ihm hier. Hello there. Welcome to my shop. I'm Morlin. And I sell armor. Oh, sorry, please do have a look at my wares. Mm-hmm. I could really use the business. If you'd be so kind. Ja, er verkauft Rüstungen, also erstmal Schilde und dann ganz einfache Standardrüstung erst einmal. Also zum Beispiel das hier müsste die Kriegerrüstung, Startrüstung sein und hier haben wir sogar die Ritterstartrüstung, die Falknerrüstung und eine Infanterierüstung, auf die ich eigentlich überlegt habe umzusteigen, aber die ist nicht so gut wie unsere jetzige, leider. Naja. Also gucken wir mal, was er noch zu sagen hat. I came from the west, from Volgen. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. Ja, warum du noch hier bist, weil du nicht mehr aus Dwagenlick raus kannst. Das Portal, durch das wir gekommen sind, ist ein Einwegweg. A group calling themselves the Blue Sentinels have gained much power in Volgen. You can't even run a shop without their blessing. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash. Ja, und er redet auch über die blauen Wächter. Also sie scheinen in Volgen, da wo er herkommt, auch eine große Vereinigung zu sein. Und hier nur ganz spärlich betreten in Dwagenlick. Also wir haben Solden am Leuchtfeuer gefunden und er hat uns von einer Kapelle erzählt, wo sich die blauen Wächter auch sammeln. Mal sehen, was hat er noch zu sagen. Oh, by the gods, why the hell am I here? Okay. Und jetzt fragt er sich nur noch, warum er hier ist. Und verabschiedet uns. So. Wir haben eine Estus-Flakor-Schärfe bekommen. Damit geht es jetzt zurück zur Emerald Herald. Zur Smaragdbotin. Warum komme ich eigentlich immer auf Bernstein? Bearer of the curse. Ja, ja. Estus-Flakor verstärken, bitte. So, dankeschön. Und jetzt haben wir, wenn wir am Leuchtfeuer rasten, zwei Ladungen für den Flakor. Rasten mal bitte. Genau, zwei Ladungen. Gut. Jetzt gehen wir diesen Weg hier entlang. Wie Son bereits gesagt hat, führt er in Richtung Wald der Riesen. Und zu einer Festung. Wahrscheinlich meint er die Festung da hinten. So. Hier hochjumpen, dass ich das beim ersten Mal geschafft habe, ist ein Wunder. Weil hier sind noch Secrets versteckt. Erst einmal ein Fernglas, das ich gleich ausrüsten möchte. Weil damit sieht man halt viel, viel mehr als ohne. Und einen Morgenstern und eine heilige Klerikerglocke, die uns allerdings nichts bringen, weil wir keine Wunder benutzen. Und uns oder auch nichts mit einer Stärkewaffe anfangen können. Aber wir können jetzt mal einen Blick hinten werfen auf die Festung. Ja, wir sehen schon mal eine große Statue, ziemlich viele Festungstürme. Also es ist eine große Festung. Und da ist Dwagenlick. Und da hinten irgendwo ist der Flammenturm.
Also das müsste der Leuchtturm sein dann. So, aber nun wollen wir uns mal ordentlich auf den Weg machen. Erstmal hier um die Ecke, weil hier noch was versteckt ist.